Willkommen zurück zu Pokémon Gigaschild oder auch Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Wir sind hier vor diesem Tempel stehen geblieben. Und ich habe in der letzten Folge wieder versucht, einfach mit dem Rad ein bisschen zu klingeln, klingel, klingel. Aber das hat nicht funktioniert. Was muss man denn dann machen, um hier reinzukommen? Ich zeig's euch. Weißt du, mit dem Fahrrad klingeln funktioniert nicht. Aber zu pfeifen funktioniert? What? Ja. Und wenn man dann hier drin ist? Eisenruinen. Und die Musik. Oh, ich liebe diese Musik. Es ist einfach ein leichter Remix von Omega Rubin, Alpha Saphir. Ihr seht hier diese ganzen Punkte, die ich gerade ignoriere. Wenn ich diesen Ding ringe. Die riesige Pokémon-Statue blickt starr auf dich herab. Sie möchte, dass ich etwas mache. Was soll ich denn machen? Ich kann die Dinge aktivieren. Was passiert, wenn ich alle aktiviere? Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Eine unglaubliche Stahlenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Klar. Und da ist Registeel. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Und die Musik. Die ist auch cool. Aber ich finde die Musik hier, das ist so ein leichter Remix vom Omega Rubin Alpha Saphir. Ich muss ehrlich sagen, diese Version finde ich ein bisschen schlechter. Einfach, weil sie so unterdrückt vorkommt. Und wir werden es tatsächlich gar nicht fangen. Ich spare mir das nämlich auf für einen Stream, wo wir dann alle Regis und Regigigas sammeln. Also fliege ich erstmal. Und wann ich will, kann ich jetzt einfach wieder das Puzzle machen. Also ich kann jetzt einfach nochmal das Puzzle machen hier. Das gilt übrigens für alle Regis. Zack. Und dann erscheint er wieder. Fliehen zählt übrigens auch genauso wie besiegen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir behalten uns das vor für einen Stream, wo wir alle sammeln. Oder was heißt alle sammeln? Wir können nicht wirklich alle sammeln. Aber dazu kommen wir noch. Okay. So, und nun ist das hier geklärt. Ich werde nämlich auch bei den anderen zeigen, wie die funktionieren. Wie gesagt, ich habe mich schlau gemacht. Und das war echt richtig Pech. Dass ich zwar die richtige Weise gedacht habe, aber halt genau in dem falschen Winkel ausprobiert habe. Frostfeld, könnte man jetzt sagen. So, und es geht natürlich weiterhin erkunden, schön viel erkunden, damit ihr schön viel Gameplay seht von dem DLC, damit ihr euch selbst überlegen könnt, möchte ich das wirklich kaufen oder möchte ich das lieber nicht kaufen. Denn das sind schon 30 Euro ungefähr für beide DLCs, da muss beide kaufen. Und da kann ich es natürlich verstehen, dass Leute sagen, nee, das lohnt sich nicht. Relaxo gibt es hier. Wo gibt es bitte kein Relaxo? Hey, was ist denn da auf dem Boden? Also, die gibt es also doch hier überall? Okay, das wird schwer, die hier zu finden. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die gesehen habe. Haben die geleuchtet? Manche der Dinger kommt man gar nicht rein, kann das sein? Sehr mysteriös. Aber ich spam ein bisschen A. Vielleicht finde ich einfach random ein paar Sachen. Ich weiß auch gar nicht gerade mehr, wo ich bin. Ich habe mich gerade ein bisschen verirrt. Aerodactyl findet man ja einfach. Also mir wurde schon gesagt, man kann ja random einfach alle Fossil-Pokémon lebendig finden. Weil. Ja. Einfach weil. Ich weiß noch gar nicht, wo ich gerade hinradel. Ich wollte hier gar nicht lang. Will ich hier lang? Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde ganz viele Items. Felinara kriegt man hier? Was ist das für ein Ort?
Wow, also ich habe mich komplett verlaufen. Was? Da war was. Oh, cool, habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach nur A gespammt, wie gesagt. Ich spamme gerade einfach nur A. Und ja, es hat geklappt, ey. Ich muss jetzt auch sagen, auf dem ersten Blick wirkt der... Wirkt der zweite DLC-Bereich schlechter als der erste. Also, ich finde den ersten DLC-Bereich, also Rüstungsinsel, die finde ich richtig cool gestaltet. Und die sieht auch echt nice aus. Und kann man sich auch alles leicht merken. Aber hier, alles ist weiß oder grün. Und Nebel überall hilft nicht. Schneeschlucht, wo bin ich jetzt? Ich bin komplett abgedriftet, glaube ich. Nein? Sohle des Giganten habe ich übersehen. Ballseehöhle habe ich übersehen. Ich bin einfach jetzt hier. Ich glaube, wir müssen sowieso hier lang. Ja. Okay, I guess. Rauschende Höhlen. Aufstiegstunnel. Kronentempel. Will ich da schon lang? Eigentlich nicht. Kann ich mich nicht hier hinfliegen? Noch nicht. Dann warten wir erstmal, bis ich irgendwann fliegen kann. In den Punkten. Hi, wer bist du? Ah, Watthändler, alles klar. Okay, okay. Hier ist ein Raid. Was gibt's denn hier? Oh, doch. Cool. Interessant. Schön. Oh, Siberio! Aufpassen, mein Guter. Was ist das denn, Pokémon da? Ich hab's gar nicht erkannt, da oben rechts. Ja, es hagelt. Ich weiß, ich wollte doch gar nicht in den Kampf rein. Ich wollte eigentlich nur vorbei. Oh, habe ich Brotugel gerade noch im Augenblick gesehen? Falls das Brotugel war. Ich glaube schon. Also ja, hier gibt es irgendwie gefühlt alle Eis-Pokémon. Was ich gut finde. Das finde ich wirklich gut. Alright. Wo bin ich hier? Das hier. Aha. Mhm. Die Grafik erinnert mich so ein bisschen an Pokepark. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Pokepark komme, aber irgendwie muss ich gerade an Pokepark denken. Da gibt es auch so ein Schneegebiet mit den gleichen Pokémon. Lol. Ja. Erkunden wir einfach weiter. Sieht cool aus von hier. Hat schon Style. Mhm. Und irgendwie finde ich Radeln einfach gerade besser. Weil ich dadurch schneller vorbeikomme. Bitte lass mich in Ruhe. Dankeschön. Was gibt's hier? Nur ein Raid? Okay. Was gibt's hier für ein Raid drinne? Pantifrost. Aha, da hinten ist ein Item. Ich möchte es natürlich zeigen. Für die, die alle Items sammeln wollen. Gotta collect them all, ne? Aber Gaga. Ja, wir haben ihn verstanden. Ich habe dich ja schon erwähnt. So. Lol? Habe ich das übersehen? Man kann von hier den Baum sehen. Da will ich rein. Och, hier komme ich rein. Yo, rein da. Aufstiegstunnel. Warte, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich dachte, ich bin auf dem Eispfad. Ja, bin ich. Okay. Gut. Ich habe nicht wirklich was zu kommentieren gerade. Weil ich keine Ahnung habe, was ich hier mache. Basically. Aber ich glaube, wir haben direkt den Ausgang gefunden. Oder? Wow. Oh, das ist der. Oh, das ist der Trailer hier. Oh, das ist eine richtig cooler Ort zum sein, weil hier sieht das halt echt richtig nice aus, diese Ausschau. Das ist halt echt cool. Und hier sieht man auch, was ich meine. Hier, mein Charakter, der atmet und dann sieht man das Atmen da. Das ist cool. Liebe zum Detail. Bei Schwert und Schild? Ach so, sorry, Gigaschwert und Gigaschild, so nenne ich die DLCs, weil ich glaube, persönlich, dass es eh keine Gen 8 Pokémon-Spiele mehr gibt. Also keine Hauptspiele mehr.
So, ich kann mir noch Gen 4 Remakes vorstellen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber was soll sonst noch kommen für die Gen 8? Zubat! Dass man mal Gen 8 mit Zubat sieht, das ist toll. My boy Zubat existiert auch noch. Schön, dass man dran denkt. Da will man vielleicht nicht runter. Oh yeah! Oh, TM. Was sieht das hier cool aus hier? Das wollen wir noch erforschen. Feuersturm. Wir haben noch kein Feuer-Pokémon. Noch. Vielleicht bald. Vielleicht. Okay. Ich versuche natürlich in 30 Minuten Videos, also eine halbe Stunde Videos, möglichst viel vom Spiel zu zeigen. Aber ist nicht das Einfachste, kann ich euch sagen. Schutzbrille. Aha. Ja, vor Zubat ist ziemlich gut wahrscheinlich. Normaljuwel. Oder ein Wildjuwel. Haha. Flächen AP plus. Aha, nice. Schön auftrinken. Mhm. Alter, okay. Da sagt man einmal, endlich gibt's Zubats und dann gibt's hier doch zu viele. Ja, die paaren sich halt sehr schnell, ne? Okay, wo bin ich jetzt hier? Das ist gerade alles sehr interessant für mich. Aha. Kann man da lang? Ja, kann man. Warte, hier ist der Berg. Der Baum. Geht's hier lang zum Baum? Oh, hier ist so ein Zwischenshop, glaube ich. Mhm. Wo hier kann man runter? Okay, wo bin ich jetzt wieder? Aha. Mhm. Scharfe Kurve. Magmaisierer. Da kommt irgendwas hoch. Glitzerpartikel, super. Toll. Hübsch, hübsch. Na geht. Aha. Ach Gott, ich mag diesen Ort nicht. Es ist zu viel versteckt. Alles ist irgendwie versteckt. Wenn man diesen DLC Ort spielt, um nach Raid zu suchen, dann sollte man wirklich lieber. Also der beste Naturzonenort ist auf jeden Fall die Rüstungsinsel, weil das hier ist jetzt irgendwie nicht so das Yellow from the Egg. Muss man sagen. Ah, nee, von hier kam ich. Warte, ich muss nach unten. Hä? Kann ich nach rechts? Ah ja, konnte ich. Hä? Hier geht's aber gar nicht weiter? Bin voll verwirrt. Wow. Was ein großer DLC. Ja, aber das halt, führt halt alles zu nichts. Zu TMs, oh wow, zu TMs führt das. Nee, warte, von hier kam ich. Da versuche ich mal nach oben. Das habe ich hier nicht gesehen. Hier muss man lang wahrscheinlich, oder? Oh, warte, Item. Top-Beleber. Top-Beleber ist immer schön. Immer mitnehmen, Leute, Top-Beleber, sehr schön. Yeah, Schneegipfelpfad. Und wo bin ich jetzt? Oh, ich bin schon im Finale? Excuse me? Schon da? Was? Motinova? Daniva? Ich weiß es nicht. Ganz viele von Snomnoms und dem Ding wohnen hier anscheinend. Das ist ein Absol. Absol ist immer an solchen Orten, ja? Mhm. Sehr interessant. Ist ja auch eine schöne Ausschau. Nee, Render Distance erlaubt es nicht. Okay. Aber als ob wir schon da sind. Kann man sich nicht irgendwie porten hier hin? Nirgendwo flugen. Flugeinheiten. Ja, piu piu. Nein, keine Ahnung. Kann sich nirgendwo hin fliegen lassen. Oder vielleicht hier gleich? Vielleicht sollen wir erstmal umkehren, wenn wir hier gleich angekommen sind. Komme ich gerade sofort zum Finale, Legi? Kann das sein? Warum kann ich hier hochradeln? Die Treppen. Kronentempel. Wir sind angekommen im Finale. Cool. Ja, muss ich die Nebendinge wohl danach machen. Wie gesagt, Leute, ich zeige euch alles vom DLC, damit ihr schön einen Eindruck habt. Das ist eine schöne Kirche.
Erinnert mich ein bisschen an die von Breath of the Wild in klein. Vielleicht vom König der Ernten? Hm? Es kommt dir so vor, als hätte dich bis eben irgendwas beobachtet. Ich weiß nicht, will ich das jetzt machen? Eigentlich ist das ja die Hauptattraktion, aber will ich die jetzt schon machen? Mache ich die Nebendinge halt später? Ich meine, der Baum war eh uninteressant am Anfang für mich. Das ist ein Item. Psych! Oh, die Chinesen sind nicht schlecht. Not bad. Not bad at all. So. Ich weiß nicht, kann ich denn jetzt TP endlich mal? Flugsymbol. Nichts. Ja, ich habe keine Lust, hier rüber hochzulatschen, ne? Aber gut, das ist auch mal eine Quest gerade hier. Das soll mich hier schlau machen. Vielleicht ist er noch gar nicht hier. Vielleicht soll man erstmal hier hoch und dann später zum Baum. Wir gucken erstmal. Ich gehe jetzt nicht zurück, weil ich habe eh nichts zum Wegfliegen. Und kann man rein? Das ist cool. Oh, da kriegt man ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Was passiert jetzt? Kommt jetzt ein Kampf? Ich möchte lieber mal speichern. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen in den Legi rennen. Das scheint eine Schale für irgendwas zu sein. Ach, brauchen wir erstmal Sachen? Nee, das ist eine einzige Schale. Okay. Bist du es, Yggdrasil? Dekobaum? Ein riesiger Baum ragt in den Himmel. Okay, wir können hier noch nichts machen. Alles klar. Ne, hier scheint nichts zu sein. Nope. Gar nichts. Kann hier nichts machen. Dann brauchen wir wahrscheinlich vielleicht irgendein Item erstmal. Müssen das hier reinlegen und dann kommt vielleicht das Ding, was auf dem Pferd reitete. Ritt. Nicht reitete, sorry. Alles klar. Kann ich mich denn jetzt zumindest hier hinporten, wann ich immer ich will? Bitte. Dankeschön, das ist ja nett. Okay. Dann würde ich gerne nochmal hier hinfliegen. Oder hier? Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, hier machen wir zuerst, oder? Weil das ist als... ja... Na komm, machen wir hier zuerst. Fliegen wir hier hin. Und gehen dann in die Richtung rechts. Oh, ich sehe schon, ich muss so viele Folgen machen, nur wegen Sekunden. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass der DLC ungefähr 4 Stunden geht. Ging der andere DLC nicht auch ungefähr 4 Stunden? Dann bräuchten wir gar nicht mal so viele Folgen. Aber für die Bonusfolgen halt schon ein bisschen. Was heißt Bonusfolgen? Ja, Abschluss, keine Ahnung. Hier ist der Friedhof. Den haben wir in der letzten Folge gemacht. Hi. Hi. Oh, was? Das kriegt man ja einfach gefangen? Das ist cool. Das muss ich mir merken. Weil die Dinger sind schwer zu bekommen. Ich mag Mimikyu, eins der besten Pokémon. Fight me. Mhm. Cool. Cool, cool. Hier auch noch nicht. Hier geht's lang. Mir geht's auch lang. Oh, hier ist ein Ding. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist auch noch eins. Oha, warte. Wie viele liegen denn hier bitte rum? Oh, es gibt pro Gebiet hier so ein... Eiskern. Nee, Eiskern. Ein so ein Ding. Ich muss so ein Ding rechts lesen. So stand. Egal. Sohle des Giganten. Vergiss. Ich laber einfach manchmal Blödsinn. Okay. Sohle des Giganten. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja. Wir sind hier rechts. Ich wollte gar nicht hin. Aber wir erkundigen ja noch. Von daher ist das ja okay. Patinaraya. Jaja. Was auch immer. Gibt es hier zu finden? Das Ding. Man lang. Was gibt's denn da drüben? Wow! Wow! Parcours! Ausweichparcours! Super!
Great! Okay. Oh, hi. Hi. Gibt's da drüben eine TM? Ganz normales Item? Was denn? Klammerband. Nee. Hi. Oh, hier ist wieder so ein Schwimmkurs. Cool. Oh, 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 oh. Schön den Gegnern ausweichen, das will man nicht sehen. Das ist dann langweilig. Yeah. Oh doch, gibt's anscheinend ziemlich oft. In den Dingern. Und ja, ansonsten gibt's ja aber sonst nichts, oder? Nicht wirklich. Nope. Alles klar. Carpador, der sehr weit hochspringt. Sehr cooles Detail. Dass die Carpador hochspringen können. Ach komm, der spawnt direkt vor meiner vor meinem Gesicht. Was soll ich denn da bitte machen? Das ist doch lächerlich. Ich hab keine Bock auf eure Kämpfe. Lasst ihr mich in der Ruhe. Danke. Lasst mich in allen Ruhe. Es gibt wieder sehr viele von den Dingern zu sammeln. Ja, hier ist auch eins. Anhaltspunkte. Ich vermute mal, wenn man alle Anhaltspunkte hat, kann man die legendären Vögel fangen. Also pro Gebiet halt. Es gibt drei Gebiete anscheinend. Anfangsgebiet. Das Gebiet. Und, letzte Gebiet irgendwo. Keine Ahnung. Ich spam mal ein bisschen A. Ich finde die einfach so dann. Wollte ich gar nicht schön aufpassen. So. Einfach A spam. Ich finde sie. Nice. Super Trank gefunden. Nice. Ach, die Dinger sehen auch überall anders aus? Nee. Okay, keine Ahnung. Warte, wo bin ich denn jetzt? Ich habe es nicht gelesen. Bin ich jetzt unten? Beim Baum? Yes. Nee. Bett der Giganten. Uralter Friedhof? Also ich bin da runter. Bin ich nicht gerade auf dem Weg nach unten? Nidoqueen. Das sind beides Pokémon, die sind eigentlich auch nicht so common. Schon ziemlich selten. Also auch die sind ja andersfarbig. Zum Teil. Oha. Okay. Die sind einfach irgendwo verteilt. Random. Verstehe. Silenbrief, was machst du hier? Süße. Ich dachte, du bist in der Box. Schon ein bisschen austoben im DLC. Ja gut, kann ich verstehen. Kann man ja machen. Ich glaube, hier renne ich dann jetzt einfach nur wieder zurück. Ja. Ich möchte nicht lang. Ich möchte hier runter. Ging's nicht hier runter? Oh Gott. So viel zum Erkunden. Und ich sollte vielleicht in der nächsten Folge mal ein Fleckmon, Gala Fleckmon reintun. Ins Team. So. Geht's denn zu Hydus hier im DLC? Das war das nervigste im Wasser. Scheiß du Hydus. Aber gut, es gibt hier kein wirkliches Meer, oder? Aber wofür ist das denn hier? Wow, hi und bye. Wenn es hier irgendwelche Spuren gibt, dann habe ich die bitte jetzt gesammelt und nicht später. Sonderbonbons sind immer toll. Leben-Orb. Ja, ich bräuchte das mal im Real Life. Ein Leben-Orb. Nee, ich glaube, hier sind keine Spuren. Was gibt es hier denn noch so? Da hinten ist ein Dem. Das Ding ist groß. So groß habe ich nicht gedacht, dass das Ding wäre. Hier ist ein neuer Ort. Ah, Balsiufer, wir sind da. Okay, die Karte ist halt echt wieder so wie letztes Mal. So ein bisschen not real. Nicht wirklich gut gemacht, aber ja gut, ne? Okay, was wollen wir machen? Wollen wir da hin irgendwie? Falls es geht, falls wir da überhaupt hin können. Ich meine, wir können hier runter. Theoretisch. Gott, ich will die Dinger wirklich nicht alle sammeln, aber ich werde es machen müssen, 100%. Zeigen. Elfun, hi. Süße, hallo, okay.
Sehr interessanter Ort. Einzeln überall Bäume. Warte, hier sind ja richtig viele von diesen Anhaltspunkten. Oh Gott. Die sind halt wirklich einfach auf dem Weg. Oh, Galanus-Zweige gefällt man mit mir. Noch einer. Haben die gerade... Ich habe gerade ein Evoli gehört. Ich dachte... Oh nein, sag mir nicht. Die haben nicht nur viel Pikachu-Schrei rausgenommen, sondern jetzt auch Evolis. Oh Gott. Gar kein Fan von sowas. Alle sollen den gleichen Schrei haben und nicht irgendwie ihren Namen sagen sollen. Das ist kein Anime hier, das ist das Videospiel. Entweder alle oder keiner. Und nicht einfach nur Ausnahmen. Oh, hi. Bye. Kunde ein bisschen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir den Baum. Alter, dass man das Ding hier einfach findet. Ich weiß noch, als ich die Vorentwicklung ins... Okay. Läuft die Spawn einfach. Als ich die Vorentwicklung in X, Pokémon X genommen habe. Ich habe es dann richtig lange trainiert und dann hat sich das einfach nicht entwickelt. Aber das Ding entwickelt sich auch einfach voll spät. Ich war irgendwie kurz vorm Level ab und ich dachte mir so einfach, warum entwickelt sich das nicht? Das ist so voll das Müll-Pokémon, will ich nicht. Ja, das ist das Problem an manchen Pokémon, die sich erst viel zu spät entwickeln. Ja, auch solche Pokémon habe ich halt einfach keine Lust. Oder Lust gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt ist, aber. Jetzt kann man ja einfach nachschauen. Früher war das jetzt noch nicht wirklich so krass mit dem Internet. Wie es heute ist. Heute kannst du ja alles nachschauen. Ich meine, niemand braucht hier mal Let's Play gucken. Theoretisch könnt alles auch woanders gucken, aber hey. Ich gebe mein Bestes. Ihr könnt gerne auch bei mir gucken. Nice. Sonst nichts. Super. Oh Gott. Aber diese Dinger, die muss ich wahrscheinlich alle ohne Guide suchen, weil jetzt sammle ich die alle schon. Hätte ich sie mit Guide gesucht, dann wäre das jetzt blöd, dann müsste ich nochmal alles durchsammeln, durchrennen und so. Wow. Das ist schon ein ziemlich großer DLC. Also der Ort hier ist halt ziemlich groß, so. Galanus-Zweig, die sind eigentlich selten, deshalb freut mich, dass ich die bekomme. Oh, noch einer, nice. Apropos selten, ne? ja. Noch so ein Ding. Wenn wir genug davon haben, vielleicht finden wir schon einen Vogel direkt. Die haben ja jetzt am meisten, die meisten bisher, so. Von daher. Ah, das Ding hier meine ich, die Vorentwicklung. Aha. Ist da noch ein Galanus-Zweig? Yay! Yeah. Yeah. Was ist das hier? Was ist das? Was... Delegator, schön, eine Attacke, die niemand braucht. Ja gut, was heißt niemand? Es gibt bestimmt Leute, die damit was anfangen kann. Ich nicht. Was gibt's hier? Auf jeden Fall hier noch so ein Dlidim. Und noch ein Dlidim. Und noch ein Dlidim. Hier ist ein Grabstein. In dieses Grab aus alter Zeit sind die folgenden Worte eingemeißelt. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Wer ist denn hier gestorben? Oha. Leute sterben in Pokémon, was ist das denn hier? Wir machen gerade einen ziemlich guten Job, alle Dinger zu sammeln. Oh Gott, das Ding verfolgt mich. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Please, nur. Aber also, wenn man so ganz normal läuft, so wie ich gerade, dann findet man da auch die besser. Mhm. Leider spawnen die Dinger halt erst aus irgendeinem Grund. Ups! Sorry, ich wollte nicht reinfahren. Potrott. Aber die Folge neigt sich so langsam dem Ende zu. Wir haben zwar schon ganz viele Hinweisdinger gesammelt, aber es reicht natürlich noch nicht, um einen Vogel zu sehen. Dafür brauchen wir die 100%, die wir vielleicht bald haben. Wie es hier weitergeht mit dem DLC, wir kriegen einen kleinen Geschmack auf nächste Folge. Da ist nämlich der Baum. Wir sind angekommen, irgendwie ungewollt. Sind das Pfirsiche? Da!
Das ist Gala Fla La Lavados und Gala Zapdos. Kämpfen? Oh. Gala Arctos! Das beliebteste von den dreien. Oh. Rotom! Psch. Zapdos fliegt nicht mal. Beep, beep, beep. Ja, wer ruft mich denn jetzt an? Hallo, ich bin's, Peony. Ich hätte da mal eine Frage. Oh, warte kurz. Im Fernsehen laufen gerade brandheiße Neuigkeiten. Offenbar wurden in den manchen Teilen der Region seltsame Vogel-Pokémon gesichtet. Ein Pokémon mit spitzen Federn hält sich anscheinend in der Naturzone auf. Ein Pokémon mit flackernden Flammen soll zur Rüstungsinsel aufgeflogen sein. Och nein. Und ein besonders anmutiges Exemplar flattert wohl in den Kronenstillanden umher. Och nö, bitte nicht. Ich will nicht in den anderen Naturzonen nach den Dingern suchen. Vielleicht sind das ja die Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Wenn das alles wirklich stimmt, taufe ich diese Expedition auf den Namen. Sagenhafte Sichtung, legendäre Vögel am kolossalen Baum. Huch, jetzt habe ich bei der ganzen Aufregung glatt vergessen, worüber ich mit dir sprechen wollte. Egal, war sicher nichts Wichtiges. Bis bald, man hört sich. Wow. Ich wollte sehen, wie sie sich bekämpfen. Das orange Pokémon flitzte in die Naturzone. Das schwarze Pokémon eilte auf die Rüstungsinsel. Das lila Pokémon blieb in den Kronenschnee landen. Lila, schwarz, orange? Warte, schwarz ist Lavados, orange Zapdos und lila Arctos. Heißt das, wir können hier Arctos finden? Finden wir es doch bald heraus.